In diesem Video beschäftigen wir uns mal mit einer Frage, die vielleicht im ersten Moment relativ trivial klingt, die aber gar nicht so einfach zu beantworten ist, wenn man sich ein wenig näher mit der Materie beschäftigt. Und zwar dem ganzen Thema Umsatzsteuer auf Online-Kurse. Gehen wir davon aus, du veröffentlichst einen Online-Kurs und möchtest den jetzt natürlich verkaufen. Wie viel Umsatzsteuer musst du eigentlich auf deinen Rechnungen ausweisen? Und um diese Frage zu beantworten, muss ich ganz am Anfang erstmal eine Differenzierung machen. Und zwar zwischen einer elektronischen Dienstleistung und einer, ja, ich würde mal sagen, normalen Dienstleistung. Eine elektronische Dienstleistung ist eine Dienstleistung, die in erster Linie auf ein Netzwerk, auf eine Elektronik, auf digitalen Komponenten basiert. Zum Beispiel das Abo von Online-Zeitschriften und Zeitungen. Zum Beispiel Streaming-Dienstleistungen oder Online-Spiele. Also wenn du Online-Games zockst mit anderen Leuten zusammen, dann wird dieses Online-Spiel von einem Server bereitgestellt. Und auch automatisiertem Fernunterricht. Das heißt, wenn du Videos aufnimmst, wenn du Vorlagen erstellst und du einen Selbstlernkurs erstellst. Die genaue Definition ist automatisierter Fernunterricht, dessen Funktionieren auf das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz angewiesen ist und, ganz, ganz wichtig, dessen Erbringung wenig oder gar keine menschliche Beteiligung erfordert. All diese Dinge sind sogenannte elektronische Dienstleistungen. Und davon zu unterscheiden sind die normalen Dienstleistungen. Das wären bei Online-Kursen zum Beispiel Kurse, wo du nur Live-Calls hast. Das heißt, die Leute kaufen etwas und können sich dann keine Videos anschauen, können aber bei dir bei einem Live-Webinar teilnehmen. Oder du schickst ihnen Unterlagen per Post zu. Oder aber sie können dir Fragen per E-Mail oder irgendeinem Chat, zum Beispiel einer WhatsApp-Gruppe oder einer geschlossenen Facebook-Gruppe, stellen und du beantwortest die dann. Da liegt der Fokus der Dienstleistung nicht auf der Elektronik. Da wird zwar die digitalen Kommunikationsmedien und Kanäle benutzt, um den Leuten dann irgendetwas beizubringen und bei etwas zu helfen, aber die eigentliche Arbeit findet bei dir statt. Das heißt, das ist dann eine normale Dienstleistung. Und deswegen ist zum Beispiel auch so eine Rechtsberatung oder eine Steuerberatung, wo dir der Rechtsanwalt oder der Steuerberater einfach E-Mails beantwortet, keine elektronische Dienstleistung, sondern das ist eine normale Dienstleistung. Und elektronische Dienstleistungen und normale Dienstleistungen werden steuerlich unterschiedlich behandelt. Dafür ist die Unterscheidung wichtig. Es gibt aber auch noch eine zweite Unterscheidung, die in diesem Zusammenhang wahnsinnig wichtig ist. Und zwar die Unterscheidung, kaufst du als Endkunde, also als Konsument, also ist es ein B2C-Umsatz, oder kaufst du als Unternehmer, als Gründer, als Selbstständiger. Dann ist es nämlich ein B2B-Umsatz. Und andersrum natürlich auch. Verkaufst du an Geschäftskunden oder verkaufst du an Endkunden? Und die Differenzierung zwischen elektronischer und normaler Dienstleistung und B2C und B2B, das sind wichtige Komponenten. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche unterschiedlichen Szenarien es da geben könnte. Denn wichtig ist auch, wo dein Kunde seinen Sitz hat. Und da unterscheiden wir drei unterschiedliche Szenarien. Einmal könnte dein Kunde im Inland sitzen, also in Deutschland. Zweite Möglichkeit, dein Kunde hat seinen Wohnsitz oder seinen Geschäftssitz in einem anderen EU-Land oder aber im sogenannten Drittland. Drittland sind alle Länder außerhalb der EU. Und mit diesem Wissen können wir einmal systematisch alle Szenarien durchgehen. Und zwar gehen wir einfach davon aus, du erstellst einen Online-Kurs und deine Kunden haben ihren Sitz, also ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz in Deutschland. Dann ist das Ganze eigentlich relativ einfach, weil du deinen Sitz in Deutschland hast und deine Kunden ihren Sitz in Deutschland haben, dann weißt du auf den Rechnungen für deinen Online-Kurs natürlich deutsche Umsatzsteuer aus. Und da ist es dann auch vollkommen egal, ob es ein B2B-Umsatz ist oder ein B2C-Umsatz ist. Und dann ist es auch egal, ob es eine elektronische Dienstleistung oder eine normale Dienstleistung ist. In allen Fällen weist du auf deinen Rechnungen 19% deutsche Umsatzsteuer aus und führst diese Umsatzsteuer dann ganz normal im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt ab. Wenn deine Kunden allerdings ihren Sitz im EU-Ausland haben, also beispielsweise in Österreich, dann wird das Ganze etwas komplizierter. Und zwar gehen wir erstmal davon aus, du erstellst einen Online-Kurs und ein Geschäftskunde aus Österreich kauft diesen Online-Kurs. Da gilt der Ort der Leistung, nämlich nicht mehr in Deutschland, sondern an dem Ort, an dem dein Kunde sein Unternehmen betreibt. So steht das im Gesetz. Da gilt also das sogenannte Bestimmungslandprinzip. Und in dem Fall ist der Umsatz für deinen Online-Kurs halt nicht mehr in Deutschland, sondern in Österreich. Das heißt, die Umsatzsteuer muss in Österreich abgeführt werden. Das wäre natürlich ein riesengroßer bürokratischer Aufwand,
Aufwand, wenn du dich jetzt in Österreich steuerlich registrieren müsstest, österreichische Umsatzsteuer einsammeln müsstest und dann diese Umsatzsteuer in Österreich auch abführen müsstest. Und deswegen hat sich der Gesetzgeber, also nicht nur der deutsche Gesetzgeber, sondern auf EU-Ebene, haben sich die Länder darauf verständigt, dass es ein sogenanntes Reverse-Charge-Verfahren gibt. Dieses Reverse-Charge-Verfahren sorgt dafür, dass der Kunde die Besteuerung mit der Umsatzsteuer übernimmt. Das heißt, das ist die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer. Das bedeutet, du stellst deinen Geschäftskunden aus Österreich eine Nettorechnung mit dem kleinen Hinweis, dass das Ganze jetzt eine Reverse-Charge-Rechnung ist und dass sich bitte der Kunde um die ganze Besteuerung mit der Umsatzsteuer kümmern muss. Gehen wir davon aus, du verkaufst einen Online-Kurs für 1.000 Euro an einen Geschäftskunden in Österreich. Das heißt, du stellst eine Nettorechnung mit dem Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren an deinen Kunden. Dein Kunde bekommt diese Rechnung, sieht auf der Rechnung, aha, das ist ein Reverse-Charge-Umsatz und führt on top auf die 1.000 Euro, die du bekommst für diesen Online-Kurs, noch einmal die Umsatzsteuer ab an das österreichische Finanzamt. Bei Online-Kursen ist es in der Regel 20%. Das heißt, 20% überweist dein Kunde noch einmal an das österreichische Finanzamt, kann sich aber im gleichen Atemzug diese 20% als Vorsteuer erstatten lassen. Das heißt, unterm Strich hast du mit der Umsatzsteuer nichts zu tun und dein Kunde muss sie auch unterm Strich nicht wirklich bezahlen. Wenn das ganze Thema Reverse-Charge-Verfahren für dich neu ist, dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir einmal oben rechts verlinke. Da habe ich das ganze Reverse-Charge-Prinzip noch einmal ganz im Detail erklärt. Wir bleiben bei dem Szenario, dass dein Kunde in einem anderen EU-Land sitzt. Aber dein Kunde ist jetzt kein Geschäftskunde, sondern ein Privatkunde. Und da wird es leider noch komplizierter. Und zwar gehen wir erstmal von der normalen Dienstleistung aus. Also ein Live-Online-Kurs, wo ihr wirklich direkt telefoniert, wo du Unterlagen verschickst und so weiter. Das heißt, da, wo die digitalen Kommunikationsmedien wirklich nur für die Kommunikation verwendet werden. Da gilt der Ort der Leistung immer da, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Das bedeutet, du als deutsches Unternehmen mit einem Privatkunden, beispielsweise aus Österreich, führt dazu, dass der Ort der Leistung in Deutschland ist. Das heißt, du weist auf deinen Rechnungen ganz normal deutsche Umsatzsteuer aus. Also 19%. Der österreichische Kunde überweist dir einfach den Bruttobetrag, also Nettopreis plus die 19% Umsatzsteuer und du führst diese 19% Umsatzsteuer ganz normal ans deutsche Finanzamt ab. Das heißt, bei Live-Online-Kursen macht es gar keinen Unterschied, ob dein Privatkunde in Deutschland wohnt oder in einem anderen EU-Land wohnt. Anders ist das allerdings bei Selbstlernkursen, das heißt bei den sogenannten elektronischen Dienstleistungen. Da gilt nämlich wiederum das Bestimmungslandprinzip. Und das Bestimmungslandprinzip sagt, dass du die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes ausweisen musst. Das heißt, wenn du einen Online-Selbstlernkurs an einen Privatkunden in Österreich verkaufst, musst du tatsächlich einmal deinen Preis berechnen natürlich und auf diesen Preis packst du Umsatzsteuer. Aber keine deutsche Umsatzsteuer, sondern die Umsatzsteuer, die in dem Land gilt, in dem du ja deinen Kunden hast. Das bedeutet in dem Fall tatsächlich, du weist auf deiner deutschen Rechnung einmal 1.000 Euro plus 20% österreichische Umsatzsteuer aus und dann überweist dir der Kunde den Bruttopreis, also 1.200 Euro. Und diese Steuer musst du tatsächlich theoretisch in Österreich abführen. Und das ist natürlich ein riesengroßer bürokratischer Aufwand. Und weil das so ein bürokratischer Aufwand ist, gibt es hier bei den Privatkunden zwei Sonderregelungen. Und diese Sonderregelungen heißen nicht Reverse-Charge-Verfahren. Die erste Sonderregelung ist eine Bagatellgrenze. Und zwar, wenn du pro Jahr unter 10.000 Euro in anderen EU-Ländern, also in allen anderen EU-Ländern machst, unter 10.000 Euro solche Umsätze, dann kannst du in solchen Fällen ganz normal deutsche Umsatzsteuer ausweisen und dann führst du diese deutsche Umsatzsteuer ganz normal in Deutschland an das deutsche Finanzamt ab und hast damit erstmal nichts zu tun. Wenn du allerdings über 10.000 Euro solcher Umsätze pro Jahr machst, musst du tatsächlich österreichische Umsatzsteuer auf deine Rechnungen schreiben. Du musst dich jetzt aber nicht in jedem einzelnen Land, in dem du potenziell Privatkunden hast, steuerlich registrieren. Du weißt zwar die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes aus, das heißt, da musst du dich definitiv darüber informieren, wie viel Umsatzsteuer du eigentlich in welchem Land ausweisen musst, aber du musst dich jetzt nicht steuerlich in jedem einzelnen Land registrieren, denn es gibt das One-Stop-Shop-Prinzip. Und mit diesem One-Stop-Shop-Prinzip überweist du quasi zusammengerechnet die gesamte ausländische Umsatzsteuer einfach an das Deutsche Bundeszentralamt für Steuern. Und das Deutsche Bundeszentralamt
dafür steuern, ist denn so die Verteilungsstelle. Die sorgt denn dafür, dass die Länder ihre Umsatzsteuerbeträge erhalten. Das bedeutet, du überweist in einer Summe denn die ausländische Umsatzsteuer zum Beispiel von Österreich, von Luxemburg, von vielleicht Italien und Dänemark. Alles in einer Summe an das Bundeszentralamt für Steuern mit einer Meldung natürlich, welche Umsatzsteuerbeträge enthalten sind. Und dann verteilt das Bundeszentralamt für Steuern das Geld für dich. Und du musst dich nicht in allen Ländern einzeln steuerlich registrieren. Damit haben wir also die gesamte Europäische Union besprochen, also Deutschland und alle anderen Mitgliedstaaten. Aber es gibt natürlich auf der Welt noch eine ganze Reihe an Ländern, die nicht innerhalb der EU sind. Und auch da schauen wir uns einmal an, wie du die jeweiligen Rechnungen ausstellen musst. Schauen wir uns wieder die Geschäftskunden an. Bei Geschäftskunden ist das Ganze immer noch so, dass das Bestimmungslandprinzip gilt. Allerdings gibt es das Reverse-Charge-Verfahren und das gibt es nicht nur innerhalb der EU, sondern das gibt es bei ganz vielen Ländern. Das heißt, du solltest dich einmal darüber informieren, ob es in dem Land deines Kunden dieses Reverse-Charge-Verfahren gibt. In den meisten Fällen ist das der Fall, zum Beispiel der Schweiz. Und dann schreibst du eine Rechnung mit 0% Umsatzsteuer und dem Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren und dann schickst du einfach diese Netto-Rechnung für deinen Online-Kurs an deinen Kunden und dein Kunde kümmert sich dann in dem Land, in dem er seinen Sitz hat, um die ganze umsatzsteuerliche Abwicklung. Du musst da also nichts weiter machen. Wie das auch schon beim EU-Ausland ist, wird das Ganze bei den Privatkunden schwieriger. Gehen wir davon aus, du hast einen Online-Kurs erstellt und verkaufst diesen Online-Kurs an Kunden, zum Beispiel in der Schweiz oder in Großbritannien. Dann hast du bei Live-Kursen grundsätzlich erstmal kein Problem, weil bei Live-Kursen gilt der Ort der Leistung, also Ort des Umsatzes, da wo du dich steuerlich registriert hast. Das heißt, wenn du als deutsches Unternehmen einen Privatkunde in der Schweiz hast und es ist ein Live-Online-Kurs, dann schreibst du auf deinen Rechnungen einfach ganz normal deutsche Umsatzsteuer und führst diese deutsche Umsatzsteuer ganz normal im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt ab. Anders ist das wieder bei Selbstlernkursen. Gehen wir davon aus, du erstellst einen Online-Selbstlernkurs und ein Kunde aus der Schweiz kauft sich diesen Online-Selbstlernkurs. Da gilt wieder das Bestimmungslandprinzip. Und wie wir eben schon gemerkt haben, gibt es da ja Vereinfachungsregelungen. Einmal die 10.000 Euro Bagatellgrenze und dann das One-Stop-Shop-Prinzip, wo diese ganze Abwicklung über das Bundeszentralamt für Steuern läuft. Achtung! Das Ganze gilt im Drittland nicht, weil das One-Stop-Shop-Prinzip ist eine Regelung der EU-Staaten. Das heißt, in der Schweiz oder in Großbritannien oder der USA oder China oder wo auch immer gibt es dieses One-Stop-Shop-Prinzip nicht und auch nicht diese Bagatellgrenze. Das bedeutet, wenn du einen Selbstlernkurs an Privatkunden in das Drittland verkaufst, dann musst du auch die Umsatzsteuersatz des Bestimmungslandes auf deine Rechnungen schreiben. Also die Umsatzsteuer aus der Schweiz oder Großbritannien oder wo auch immer. Und musst diese Steuer dann tatsächlich auch in diesem Land abführen. Und aus dieser Verpflichtung kommst du auch nicht raus. Das heißt, du musst tatsächlich schauen, welche Umsatzsteuersätze gelten da, musst dich in diesem Land steuerlich registrieren und musst diese Umsatzsteuer dann dort abführen. Da gibt es leider keine Vereinfachungsregelungen und die einzige Vereinfachungsregelung, die du rein pragmatisch anwenden kannst, ist, dass du nicht an Privatkunden im Drittland verkaufst bei Selbstlernkursen. Weil du musst tatsächlich, auch wenn wir hier nur über 10 Euro sprechen, diese Steuer in dem jeweiligen Land abführen. Und das ist natürlich ein riesen bürokratischer Aufwand. Und wenn man sich das mal durchrechnet, lohnt sich die steuerliche Registrierung und die ganze Arbeit? Oder ist es vielleicht günstiger, einfach diese Kunden dann nicht zu haben und dann dadurch den bürokratischen Aufwand nicht zu haben? Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich so ein kleines bisschen Licht in das ganze Chaos bringen. Ich weiß, dass das Ganze super kompliziert ist. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du dir jetzt denkst, oh mein Gott, Umsatzsteuersätze sind ja eine reine Katastrophe, jetzt brauche ich nur noch ein Tool, mit dem ich meine Rechnungen vernünftig schreiben kann oder ich brauche einen Steuerberater, der mir dabei hilft, dann schau dir mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an. Ich verlinke sie dir auch gerne einmal hier. Der größte Steuertipp, den ich dir sowieso geben kann, ist, abonniere den Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden bei den ganzen Themen Steuern, Buchhaltung und so weiter. Oder du schaust sofort eins der weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.